Die Stadt lud ein und die Bürger kamen zahlreich zum Gespräch über die Generalsanierung des Landestheaters Coburg im Großen Haus. Und neben viel Altbekannten gab es auch eine dicke Überraschung. Und konnten sozusagen eine Verlängerung der Betriebserlaubnis erwirken bis in den Sommer 2019. Das heißt, die Spielzeit 18-19 wird noch hier im Haus geschehen und anschließend würden wir mit dem Bauen beginnen. Okay. Ich höre leichtes Grummeln. Ja, weil bisher war man davon ausgegangen, dass die Betriebserlaubnis für das Große Haus am Silvesterabend 2018 endet. Jetzt also erst im April 2019. Ab September 2019 wird dann der Spielbetrieb in der Interimsspielstätte aufgenommen. So kann das Theater die Spielzeit ordentlich zu Ende spielen und hat in der Sommerpause Zeit, auf der Ausweichbühne am Ketschenanger zu proben. Das Thema der Generalsanierung am Landestheater Coburg lässt die Coburger also nicht los. Genau deshalb hatten die Stadt und das Landestheater Coburg mit Bauvertretern zu einem Bürgergespräch ins Große Haus eingeladen. Bei solchen, ich sag mal, auch großen und insbesondere finanziellen Herausforderungen ist es, denke ich, wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt informiert werden, um was es geht, wo die Schwierigkeiten sind, warum es so lange dauert, wie es dauert, dass sie, sagen wir mal, mit den Informationen auf Augenhöhe, auf Ballhöhe sind. So haben die Bürger zum Beispiel erfahren, dass auf der Bühne alles beim Alten bleiben soll, auch wenn diese an einem anderen Ort steht. Das versicherte der designierte Theaterintendant Dr. Bernhard F. Loges. Nicht verändern wird sich in erster Linie die Qualität der Arbeiten, die hier stattfinden. Das heißt, es wird nach wie vor einen vielseitigen Spielplan geben, der nach wie vor all die Bereiche umfasst, die er jetzt bei Buddu Busse auch umfasst. Das heißt, wir spielen Musical, Operette, große Oper. Natürlich spielen wir auch Kammerspiele. Wir haben nach wie vor die Reithalle unverändert zur Verfügung. Nach wie vor auch Schauspiel. Und unser Anspruch oder auch der Anspruch aller Mitarbeiter mit mir gemeinsam ist einfach auf der Qualität weitermachen zu können, auch wenn sich natürlich technisch einige Sachen nicht so realisieren lassen wie hier in dem Haus. Für die Interimsspielstätte besteht mit der Drehbühne und den 350 Sitzplätzen schon ein grober Plan. Für das Große Haus muss dieser erst noch erarbeitet werden. Eine große Herausforderung wird die Sanierung vor allem deshalb, weil moderne Technik und neue Sicherheitsstandards in das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1840 integriert werden müssen. Das ist so eine wertvolle Bausubstanz, mit der man hier umgeht und die sozusagen schonend zu behandeln und trotzdem ein modernes, funktionales Gebäude zu entwickeln, das ist eine echte Herausforderung. Im Theater wird sich vor allem bei der Barrierefreiheit etwas ändern, vor, aber auch hinter der Bühne. Zuschauer fragen, ob dann die Sichteinschränkungen durch die vorhandenen Säulen endlich der Vergangenheit angehören, wurden mit Verweis auf den Denkmalschutz eine Absage erteilt. Wichtig ist noch einmal, und das ist mein Appell an die theaterbegeisterten Besucherinnen und Besucher, dass sie das annehmen, dass sie mitgehen und dass sie diese Interimszeit ja mit Geduld tragen und sich freuen, wenn es dann hier im Hause weitergeht. Ein Schnellschuss bei der Generalsanierung sei nicht zukunftstragend, so Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tesmer. Deshalb müssten sich alle Beteiligten mehr Zeit nehmen, damit das Landestheater Coburg auch zukünftig von außen und innen eine kulturelle Perle sein wird.